Ich finde die Arbeit im europäischen Raum fantastisch mit meinen europäischen Kollegen. Je mehr Internationalität ich in der Forschung und in der Entwicklung lebe, desto mehr profitiere ich auch davon. I think in Europe there's really good scientists. Es gibt bereits jetzt eine Tendenz dazu, dass europäische Forschung in einer Bündelung in Großforschungszentren sehr erfolgreich ist, wenn es darum geht, die großen Fragen der Menschheit weiter zu beantworten. Wir sind damit geboren, mit diesem europäischen Gedanken, und wir leben ihn eigentlich jeden Tag. Wir machen uns auf weltweiter Ebene dadurch stärker. Ich glaube, die großen Fragen, gerade in der Grundlagenforschung, lassen sich nur durch multidisziplinäre Großforschungszentren beantworten. Der europäische röntgenfreie Elektronenlaser ist nur zustande gekommen durch die Zusammenarbeit von vielen europäischen Partnern. Es wäre als ein nationales Projekt nie möglich gewesen. Europäische Großforschungszentren sind natürlich wahnsinnig attraktiv für die kreativen und talentierten jungen Wissenschaftler aus ganz Europa. Natürlich versuchen wir auch hier Forschung und Entwicklung, aber auch High Potentials an diesen Standort zu binden. Wir haben hier eine sehr spannende Branche, die in vielen Fällen auch schon den Weg bereitet hat, Barrieren abzubauen. Wenn ich hier ein Produkt serienreif mache für den Einsatz im Flugzeug, dann fliegt das weltweit. Und wenn ich da ein Produkt habe, das auch schon von der Entwicklungsphase her national gedacht war, dann kann sich dies im Markt nicht durchsetzen. Also ich kann nur sagen, dass meine Forschung ohne die europäischen Förderinstrumente nicht möglich wäre. Es wäre für mich nicht möglich, auf diesem Niveau beizutragen zum internationalen Fortschritt in der Alzheimer-Erkrankung. Wir arbeiten in großen Forschungsverbünden mit teilweise mehreren tausend Patienten, die wir in diesen Verbünden in verschiedenen europäischen Ländern zusammen untersuchen. Was ich sehe, ist, dass wir eben sehr, sehr viel Kompetenzen haben in den verschiedenen Ländern. Und dadurch, dass wir alle zusammen die Ideen generieren für die Forschung, kommen wir natürlich viel, viel weiter, als wenn jedes Land das für sich immer wieder neu erarbeiten würde. Und die Länder haben auch nicht die Forschungsetats im Bereich dieser klinischen Alzheimer-Forschung. I came here in Germany in 2012, and basically I wanted to go abroad after my PhD. I think that this collaboration between European countries, it's really good for research, and that we can really share our knowledge in an easy way. We need money for research, of course. We need this kind of programs that gives funding to a big project or an ambitious project to have and overcome, which can compete with other countries like US, China or India. Als Europa sind wir auf jeden Fall kompetitiv mit anderen großen Regionen wie Nordamerika. Da sind wir als einzelnes europäisches Land auf gar keinen Fall. It's important that the researchers in the European Union, we can go freely to different countries. Wenn wir nur Leute aus Deutschland rekrutieren könnten für so ein enormes Projekt, dann hätten wir wahrscheinlich nicht die gleiche Exzellenz, als wenn wir den ganzen europäischen Raum zur Verfügung hätten. Wenn man nur mit seinen begrenzten Akteuren am Standort versucht, innovativ zu arbeiten, beschränkt das ungemein. Je weniger internationale Kontakte ich habe und nutzen kann, je mehr Beschränkungen ich habe, desto enger wird ja auch mein Horizont. Wir würden eigentlich zurückfallen in eine Zeit, wo jeder so sein eigenes Süppchen gekocht hat. Wenn man sich vorstellt, dass man Medikamente entwickeln möchte, die natürlich weltweit für die Patienten zur Verfügung stehen sollen. Es ist nicht möglich, wenn man lokale, kleinteilige Konzepte entwickelt. Wir wollen eigentlich erreichen, dass unsere Ergebnisse, die wir hier haben, unsere Forschungsergebnisse, schnell umgesetzt werden. Das führt natürlich dazu, dass man sich dann über europäische Standards und Ausbildungsformen unterhält. Und das führt langfristig dazu, dass man dort auch von den Best Practices von den anderen lernt. Es gibt ja in Europa sehr diverse Kulturen in der Herangehensweise von Problemen. We have a way to work, a way to think, which is different in Spain, for example, or in Germany. I could see this when I came here.
Die einen denken viel länger nach, die anderen möchten gerne ganz geradlinig zu einer Problemlösung kommen. Und ich glaube, die Mischung macht es, weil jedes Problem muss man anders lösen. Because sometimes you are working in a way that you don't see a problem and maybe with other way of thinking you can find the solution of this problem. Up to now, I didn't had much difficulties being a woman and working in this research area. In the Limes Institute, where we are belonging, there's also a high number of women. They are trying to encourage women to follow their research careers because then we are not losing their knowledge. Ich glaube, dass in 10 bis 15 Jahren Forschung und Entwicklung in Europa noch stärker zusammengewachsen sein wird. In 25 Jahren bin ich hoffentlich einer von den Forschern, die sehen wird, wie diese wahnsinnig spannende Entwicklung zu etwas führt, was wir jetzt auch nur erahnen können. Ich sehe die europäischen Alzheimer-Forscher als eine große Familie und ich glaube, dass es für alle europäischen Länder von zentraler Bedeutung ist, dass die europäischen Förderinstrumente noch weiter ausgebaut werden. Wenn die europäische Idee sich nicht durchsetzt, dann wird auch der Standort Deutschland verlieren, dann wird auch die Spitzentechnologie in Deutschland ganz klar verlieren. Ich habe das Glück, dass ich in einem Bereich arbeite, wo wir dieses Stronger Together wirklich predigen und auch leben können, wo es Spaß macht, dem Gegenüber zu zeigen, dass man sich vertraut und dass man zusammen mehr erreichen kann. Ich werbe auch so ein bisschen dafür, die Luftfahrt als Beispiel zu nutzen, wie grenzenloses Forschen und Entwickeln, aber auch wie eine grenzenlose Branche möglich ist und welche Vorteile man auch daraus ziehen kann. Für mich persönlich wünsche ich mir, dass der europäische Forschungsraum dazu führt, dass Europa durch die Forschung einen höheren Zusammenhalt erfährt.